Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute backen wir ein leckeres, knuspriges, gesundes Multisaaten-Baguette. Wie es der Name schon in sich hat, habe ich hier verschiedene Saaten. Kürbiskerne 10 Gramm, Hirseflocken 10 Gramm, Hanfsamen, werden oft unterschätzt, sind aber auch sehr gesund, 10 Gramm, 20 Gramm Leinsamen, 40 Gramm Sesamsamen und 20 Gramm Chiasamen. Die Kerne, die habe ich mir noch leicht angeröstet, 5 bis 10 Minuten im Ofen bei 180 Grad, flach auf ein Blech verteilen, durchrösten, dann hast du noch mehr Geschmack im Baguette. Und es funktioniert hier eigentlich so, ich stelle mir einmal einen Sauerteig her, Sauerteig-Quellstück gemischt, das mache ich alles in einmal. Und hier auf der anderen Seite habe ich einen normalen Teig, den ich mir zusammenmische, einen Hefeteig. Am nächsten Tag wird alles zusammen verbunden, geformt, ab in den Ofen und du hast ein perfektes, leckeres, gesundes Baguette. Also sehr einfach. Hier für den Sauerteig verwende ich Teffmehl. Was ist Teffmehl? Teffmehl gilt als sehr gesund und ist von der Zwerghirse ursprünglich. Teffmehl ist glutenfrei. Falls du das nicht zu Hause hast, nicht organisieren willst, dann nimm hier einfach ein Vollkornmehl, 80 Gramm davon. Dann unsere Saaten reingeben. Alle abschieben hier dazu. Und das Gemisch von diesen einzelnen Komponenten, dass ja jeder eine Geschichte hat an sich, gibt dann einen richtigen Cocktail von Vitaminen, Mineralstoffen, Ballaststoffen und gesunden Fetten. 200 Gramm Wasser dazu. Und hier habe ich 10 Gramm von meiner Madre aktiver Sauerteig. Alles durchmischen. Das wird am Anfang noch sehr flüssig aussehen, aber die Chiasamen und Kerne und das Mehl, das fängt dann an zu binden und das wird dann sofort schnell fest. Ich habe hier bewusst mehr Wasser genommen, denn ich mache hier ein Quellstück und einen Sauerteig in einem. Für alle Zuschauer, die lieber mit Hefe backen, hier einfach 1 Gramm Hefe dazu. Sauerteig weglassen. Erste Vorbereitung ist gemacht. Zweite Vorbereitung, der Hefeteig, 400 Gramm Weißmehl, Typ 550, 0,5 bis 1 Gramm Hefe, hat etwa die Größe einer Erbse, wenn du da so eine Kugel formst aus der Hefe, 12 Gramm Salz und Wasser 270 Gramm. Alles schön durchmischen. Hand immer auf und zu machen. Das ist eigentlich fast eine No-Knead-Variante, muss sich aber ein bisschen mehr beanspruchen, da der Teig etwas fester ist. Und darum kann ich auch Hefe und Salz alles von Anfang an beigeben, weil ich den hier noch gut durchmische. Falls in der Schüssel zu mühsam wird, auch gerne auf den Tisch geben. So ein bisschen durchkneten. Der muss keineswegs schön glatt sein. Diesen Aufwand machen wir uns nicht. Einfach alles schön durchgemischt, damit ein Teig entsteht. Dann mit Folie zudecken. Der Rest erledigt die Zeit. 8 bis 12 Stunden hier in der Küche stehen lassen. 12 Stunden später. Der helle Teig hat sich wunderbar entwickelt. Guck dir mal diese Fermentation an, schöne Blasen drin, schön aufgegangen, habe ich ein-, zweimal gedehnt und gefaltet und gegenüber unser Sauerteig-Quellstück kombiniert, hat auch schöne Blasen geworfen, ist richtig fest geworden durch das Quellen der Feuchtigkeit mit den Saaten, wie auch mit dem glutenfreien Mehl, mit dem Teffmehl. Und das wird jetzt einfach noch zusammen verbunden, ganz, ganz einfach. Nehme ich mir hier raus, gebe es zum Teig und mische mir hier einfach noch alles durch mit der Hand. Auf und zu machen,
bis das schön in den Teig reinmassiert wurde. Das kannst du auch in der Maschine machen. Ich mache es gleich hier von Hand. Wenn es dir in der Schüssel zu mühsam wird, kannst du es auch gerne auf dem Tisch formen. Und jetzt sieht man erst richtig, was da alles Schönes drin ist. Richtig tolle, leckere und gesunde Bestandteile hat dieses Brot. Und hier ruhig spielen mit den Saaten, welche du haben willst. So ein bisschen durcharbeiten. Da gibt es keine richtige oder falsche Technik. Es muss einfach ein bisschen vermengt sein. Aus. Jetzt nehme ich hier so ein Baguette-Gitter oder Baguette-Blech. Vorteil, es gibt hier eine schöne Rundung rein. Ist ein bisschen einfacher, ich sag mal anfängerfreundlicher, als die Baguette so zu formen. Es gibt aber bei mir auf dem Kanal eigentlich alle Rezepte, die ich bis jetzt freigeschoben gebacken habe. Aber das hier ist ein cooles Hilfsmittel. Leicht mit Öl ausfetten. Und die Löcher hier, die helfen dann noch, dass die Luft, die Hitze gleichmäßig an den Teig kommt und die Baguettes gleichmäßig durchbacken. Hier oben auf den Teig etwas Mehl. Etwa 3 gleich große Stücke portionieren. Dann gar nicht zu kompliziert machen. Genügend Mehl unten hin. Flach drücken und jetzt weg vom Mehl, denn die Oberfläche ist gemehlt, die klebt jetzt nicht. Und jetzt ziehe ich es einfach so hinten rum. So umlegen und leicht in die Länge formen. Und wenn es jetzt wieder klebt, kannst du ruhig nochmal so ins Mehl rein, das ist kein Problem, und leicht in die Länge rollen. Außen leicht in den Spitz und dann absetzen auf das Blech. Nochmal Mehl, so von allen Seiten ein bisschen reindrücken. Oben muss es feucht sein, unten bemehlt, dann weg vom Mehl, den Fingern leicht aufdrehen und in die Länge rollen. Falls es ein bisschen klebt, kurz ein bisschen Mehl holen und weiter rollen. Ich finde es cool, wenn das gar nicht mal allzu regelmäßig ist. Das darf ein bisschen dickere und dünnere Stellen haben. Jedes darf wieder ein bisschen anders aussehen. Das macht das Ganze richtig rustikal, so wie wir es haben wollen. Jetzt noch 30 Minuten aufgehen lassen, in der Zwischenzeit den Ofen auf 230 Grad vorheizen. Baguettes sind ready für den Ofen. Etwas Mehl nehmen, darüber stauben. Scharfes Messer, etwas ablegen, nicht senkrecht schneiden. Und 2 ziemlich lange Schnitte über das Baguette. Etwa gleich lang und so auf gleicher Höhe sollten die sein. Achte darauf, dass du die nicht zu steil schneidest, sondern wirklich schön länglich. Ab in den Ofen damit. Vorgeheizt auf 230 Grad. Schiebe ich mir hier rauf. Wasser aufgießen. 20 Minuten bei 230 Grad backen, Dampf rauslassen, Temperatur auf 200 Grad bis 210 Grad reduzieren und noch einmal 10 bis 15 Minuten knusprig ausbacken. So, guck dir das mal an. Das macht richtig Spaß. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Einfach diese Methode befolgen und du ziehst dir wunderschöne, leckere Baguettes zum Ofen raus.
schauen wir uns das mal an. Richtig knusprig, hör mal, reiße ich mir gleich auseinander. Und man sieht schon, wie feucht diese Baguettes innen sind. Richtig toll. Knusprig, wattige, luftige Krume. Ein richtiges super Aroma. Knusprig, nussig. Die Saaten und Kerne kommen richtig gut zur Geltung. Es ist nicht nur gesund, es schmeckt auch richtig lecker. Knusprige Kruste, schöne Röstaromen und zum Schluss noch eine Säure raus. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Lass mir unbedingt einen Kommentar da. Abonnier den Kanal, dann verpasst du kein Video mehr von mir. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.